Ja, wenn ich es richtig gesehen habe, hast du heute richtig viel mitgemacht. Wie fühlt es sich an? Ja, ich fühle mich sehr gut. Ich bin glücklich, dass ich bin wieder auf dem Platz mit der Mannschaft. Ja, ich habe heute voll trainiert, deswegen, das macht Spaß, so auf dem Platz zu sein, wieder kämpfen, wieder nochmal arbeiten. Ja, deswegen bin ich glücklich. Wie schwierig war das für dich, jetzt so lange auszusetzen und auch zu sehen, dass die Mannschaft eigentlich jemanden wie dich in der Abwehr gebraucht hätte? Ja, so habe ich schon mein Leben eine noch schwerere Verletzung gehabt wie Kreuzband. Und natürlich, das war nicht einfach. Deswegen so vom Kopf. Ich wusste, was kommt, dass ich muss jetzt ein bisschen außen sein und gucken, was Mannschaft macht. Aber natürlich, das war bitter, weil viele Innenverteidiger waren verletzt. Und ja, ich wusste, dass in diesem Moment die würde mich brauchen. Im Endeffekt jetzt eigentlich gut für dich, dass jetzt diese lange Zeit ist im Winter. Das ist ja quasi wie eine zweite Vorbereitung. Ne? Ja, natürlich. Wenn ich gucke selber, dann für mich ist es super, weil ich habe jetzt viel Zeit auch wiederzukommen und Mannschaft zu spielen und auch trainieren. Wir haben jetzt so lange Vorbereitung zum Rückrunde. Deswegen ich bin glücklich, dass ich bin jetzt wieder dabei. Ich kann auch viel machen. Trotzdem ist das auch ein bisschen schwierig, die Zeit jetzt. Im Endeffekt, man trainiert ja eigentlich nicht auf ein richtiges Ziel hin. Ne? Jetzt kommt dann immer Weihnachtspause wieder und dann kommt das richtige Trainingslager in Belek. Ist das so ein bisschen schwierig, die Spannung hochzuhalten, oder ist das für dich gar keine Frage, weil du bist erstmal froh, dass du wieder auf dem Platz bist? Ja, für mich, ja, ich bin froh, dass ich wieder auf dem Platz bin. Aber ich denke, dass jeder weiß, für was wir hier spielen und warum wir haben jetzt diese ganze Vorbereitung, dass wir haben jetzt die 3 Wochen, dann diese kurze Pause vor Weihnachten und dann wieder Vorbereitung, weil ich denke, dass wir brauchen diese Zeit. Der Trainer ist auch neu, der wird auch so Sachen zeigen, wie der will spielen, was der will auf dem Platz machen. Deswegen, ich denke, dass wir können diese Zeit richtig nutzen. Ja, ist nur scheiße mit dem Wetter, ne? Ja, Wetter ist, aber das ist auch Zeit. Es ist schon Dezember und das wird kommen, aber ja, wir sind auch für das vorbereitet. Wie schwierig war es gestern für dich, Weltmeisterschaft zu gucken? Ja, also vom Spiel, wie wir haben gespielt, ich war glücklich, weil dieses Spiel hat gezeigt, dass wir können Fußball spielen, dass wir können was machen und dann läuft gut, wir haben mehr Glück, dann wir können auch in der Startzeit 1-0 führen. Aber am Ende, ja, jeder wusste, dass gegen Frankreich wird schwer sein. Und ja, jetzt wir sind nach Hause gegangen, ja, gefallen, aber das ist normal, das ist WM. Also kann man damit rechnen, dass du dann in der Rückrunde beim ersten Spiel schon wieder dabei sein kannst im Januar? Ja, das ist mein Ziel und Plan, dass ich bin dann sicher dabei. Wie sieht es mit den Kollegen aus, Sepp Vandenberg, weißt du da was? Ja, das kann ich nicht sagen, weil ja, wir haben auch die letzten Tage zusammen noch gearbeitet, waren die alle haben noch ein bisschen frei gehabt, aber wie weit er ist, das ist wirklich, ich kann nicht sagen. Wie schätzt du jetzt die Chance auf den Klassenerhalt ein? Denn die Situation ist ja 9 Punkte, sind ja wenig. Was glaubst du, was ist noch drin? Ja, ist alles noch möglich. Wir haben noch 19 Spiele vor uns und wir können es schaffen. Deswegen, wir können nicht jetzt sagen, dass die Situation ist scheiße und ist schwer, weil alles liegt an uns und wir wissen, dass wir haben Qualität und wir können das schaffen. Deswegen, wir werden alles tun, das zu machen. Apropos Qualität, jetzt mal kurz zu den Defiziten. Du weißt ja, im Winter viele Spieler gehen. Es kommen aber auch einige Spieler dazu. In deinen Augen, was für Spieler müssten jetzt noch dazukommen? Ja, das ich weiß nicht, was soll ich dazu sagen, weil ich denke, dass jeder hat gesehen, dass manchmal waren wir ein bisschen tiefer gestanden, dass wir brauchen Schnelligkeit. Aber wir haben auch Spieler im Kader, die sind schnell. Vielleicht jetzt mit dem Trainer, wir werden das auch gut nutzen und wir müssen gucken. Aber wer kommt, wer geht, das ist nicht meine Sache. Ich bin hier und wir wollen das zeigen, dass wir können das schaffen, weil ich war auch in solcher Situation vor ein paar Jahren in Fortuna Düsseldorf. Die Halle haben vor der Saison gesagt, ja, wir werden sicher absteigen, weil wir haben nicht genug Qualität. Und am Ende, wir waren am 10. Platz. Deswegen, das liegt nicht alles um Qualität. Wir müssen wirklich so zusammenstehen auf dem Platz und wir haben, ich denke, in den letzten paar Spielen das gezeigt, dass wir stehen gut, wir können auch nicht Gegner zu viel lassen und das ist das Ziel und wir müssen in diese Richtung gehen.
Freitag steht ja schon der erste Test auf dem Programm. Ist es möglich, dass du dann schon so einen Kurzeinsatz hast oder ist das noch zu früh? Nein, das ist noch zu früh, weil ich bin jetzt, so heute habe ich voll trainiert, aber das ist auch nicht so, dass ich werde mir den Training vortrainieren, weil wir müssen das ein bisschen steuern, wir müssen gucken, wie das sich entwickelt, aber ja, ich fühle mich gut. Ja, dann willst du wahrscheinlich auch gar nicht mitfahren zu dem Testspiel, trainierst du lieber hier? Oder? Das weiß ich auch noch nicht. Okay. Das wir werden dann auch jetzt, ich denke, ja, die nächsten zwei Tage so bekommen die Info, was machen wir, ob wir alle fahren mit oder die paar Spieler bleiben hier, deswegen ja, das kann ich nicht sagen. Okay. Gut. Danke. Danke. Ja. Vielen Dank. Ja.